Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Dark Souls LP mit Peter und meiner Wenigkeit. Hallöchen! Wir haben zuletzt den Golem besiegt und sind unsere Seelen safen gegangen. Ganz genau, jetzt sind wir hier und kurz zur Erinnerung, die nächsten 43 Minuten sind wieder nachsynchronisiert. ja, meinetwegen, logischerweise. Weil ich da ein bisschen gefailt habe mal wieder. Das Mikrofon habe ich, weil ich das umgestellt habe vom PC vor den Fernseher, habe ich das rausgezogen und nicht mitbekommen. Ja, und deswegen gucken wir uns den ganzen Kram jetzt hier nochmal an und quatschen währenddessen. Also wir waren auf jeden Fall noch in der vorherigen Welt und wollten dann... Genau, wieder nach Anor Londo. Da waren wir zwar schon, aber... Richtig. Und da habe ich dich gefragt, ob man den da unten auch kaputt machen kann. Und hast du gesagt, ja. Kann man, glaube ich, auch mit irgendwelchen Fernkampfangriffen, geht das bestimmt. Ja, wir haben uns dagegen entschieden. Viel. Mal gucken, ob wir da, könnten wir da theoretisch schauspielern. Kommt der mit? Nee. Nee, alles klar, der kommt nicht mit. Aber da fällt mir ein, ich wollte eigentlich immer nur mal gucken, wo der Aufzug hingeführt hat. Ja, ich glaube, das machen wir mal eben. Ja, okay, dann gehen wir mal eben gucken, wo der hingeht. Ich habe so eine Ahnung. Ah, nee, Moment, ich wollte den schauspielern. So, ach hier, da ist ja direkt ein Gegner. Hallo. Ach hier war das, genau. Oh mein Gott! Oh Mann. Alter am Arsch. Ja, weißt du was, da gehen wir direkt wieder. Ja, das ist eine ziemlich gute Idee. Cool, wie das funkt, während man an den Dingern vorbeifährt. Besser wieder nach oben. Und da haben wir schon die erste Flasche getrunken. Jetzt hast du die erste Flasche schon benutzt. Sind wir hier überhaupt richtig? Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ah ja. Doch, sieht richtig aus. Ach, da war ja der Typ, der auf dich schießt, oder? Alter, das ist ja hundertprozentig das, was wir gesagt haben. Ja, das ist exakt das, was wir gesagt haben. Ich glaube, du hast gesagt, das ist kein Problem. Das ist ja nicht. Das war's schon. Und mehr Gegner müssen wir hier auch gar nicht machen. Nee. Da kommen jetzt wieder diese Gargoyle-ähnlichen Viecher, die uns wegnehmen. Das müssen wir uns aber nicht angucken, das kannst du weg. Naja, das können wir überspringen. Los, drück weg. Christian, drück endlich. Ja, geht doch. Ohne Scheiß, wir hätten nicht sagen dürfen, dass wir nachsynchronisieren. Wir hätten das so gut hingekriegt. Gorgeous Was? View, ja, ja, da werden wir auch sogar nicht drauf. Meinst du, da kann man überall hingehen, was man noch sieht? Aber weißt du, was mir jetzt auffällt? Da kann man auf jeden Fall hingehen, was man gerade im Bild hatte. Also bisher ist es so gewesen, dass man überall hin konnte, was man gesehen hat. Ja. Ziemlich cool ist. Oh, der sieht aber. Der sieht aber gefährlich aus. Ja, der ist groß, aber groß heißt ja auch langsam. Also. Ja, hast du auch wieder recht. Ja, ich wusste letztes Mal nicht, dass das Feuer so nah dran ist. Da war eine Truhe, hast du ihn nicht gesehen? Nee, die habe ich nicht gesehen. Nee, die haben wir beide nicht gesehen. Das haben wir später erst gesagt. Bonfire Head, ja genau. Genau, das kanntest du noch aus deiner, deiner eigenen Spielzeit. Ja. Da wusste ich nur nicht mehr, dass das so nah dran war, sonst hätten wir gar nicht zurückgebraucht. Ey, das ist ja sogar ein Typ. Nee, das ist sogar eine Tuss. Ach so. So. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. Anor Londo. If you seek Lord Grimm's old key, exit here and head straight yonder. Warum mal yonder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. A revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ah ja, stimmt. Hier kann man auch den die Estus Flask wieder erhöhen, aber wir haben keine Firekeepers mehr. Verdammt. Ah, gute ist wobei, das sagen wir, glaube ich, auch später. Egal, bei dem Bonfire kriegt man trotzdem immer 10, da muss man gar nicht kindeln. Ja, genau, weil der Firekeeper daneben steht. Das war bei dem Feuerlinkschrein am Anfang auch so. Genau. So, links oder rechts? Links oder rechts? Ah, wir gehen erstmal gerade aus. Ja, was war das denn nochmal? Wieso stehst du da so dumm rum? Warum bellst du gerade so doof? Ich habe keine Ahnung, warum wir da rumstanden. Das fährt ja runter. Ah ja, genau. Da bin ich echt ein bisschen erschrocken.
Ah, guck mal, da haben wir schon den. Ach, da haben wir den Typus gesehen, genau. Was war das nochmal? Dieses Skorpion. Der Gargoyle. Gargoyle, genau. Gargoyle. Den gehen wir doch direkt mal besuchen. Ja, in Dark Souls werden Bosse gerne mal zu normalen Gegnern. Und der begrüßt dich auch, der freut sich direkt, dich zu sehen. Bam! Was geht mit dem, ey? Der ist. Der geht gut ab. Wie der ausweicht. Die ganze Zeit. Kannst du dem auch wieder den Schwanz abschlagen? Ja. Aber das lasse ich jetzt mal. Ja. Da habe ich zweimal erwischt. Da habe ich nicht aufgepasst. Wie der mal ausweicht, der Drecksack. Das ist voll Hammer. Das hast du ja so gedacht, mein Freund. Der Schlag ist immer noch geil. Wenn du so nicht willst, dann... Ah genau, wir haben uns darüber aufgeregt, wie wenig Damage der kriegt. Und dann das war ein bisschen zu spät, scheiße. Das ist echt eine prima Ballerina, der Junge. Was wir vorwegnehmen können, ist, der Drake Sword macht nicht mehr Schaden. Autsch! Und bam. Das war dein Fehler, Junge. So sieht's aus. Ja, der respawnt auch erstmal nicht. Ja, genau. Das war die Frage, glaube ich. Wir waren uns da gar nicht so richtig sicher, aber der respawnt auf jeden Fall nicht mehr. Imminent Danger Zone. Swamp? Swamp? Ja, Sumpf. Wieso Sumpf? Ey. Was wolltest du denn jetzt machen? Testen, ob der Drake Sword mehr Schaden macht. Achso. Ja, vielleicht sind die nicht mehr so verwundbar gegen Lightning Damage. Ah, genau deswegen sind wir auf der Drake Sword gegangen, richtig. Ja, und da war dann Feierabend. Ja, hier ist Ende. Da waren wir etwas verwirrt. Dann hat Peter die Treppe da rechts gesehen. Genau. Und da hat Christian rechts missverstanden. Ach, die Treppe meintest du. Ups. Da geht es aber nicht weiter. Erstmal oben gucken. Da. Imminent Dead End. Ja, da wären wir auch selbst drauf gekommen. Dreifach Rating sehe ich jetzt erst. Eigentlich hätten die da ja auch eine Truhe verstecken können. Ja, auf jeden Fall. Hast du gesagt, jetzt sind wir wieder hier? Habe ich gesagt, der Sinn ist da runter zu gehen, glaube ich. Dafür ist ja auch die Treppe da, um da runter zu gehen. Und dann hat Peter gesagt, genau. Guck mal da links, da ist so eine Message. Aber da wollten wir, glaube ich, erst später hingehen. Da habe ich gesagt, jetzt gehen wir erst da rum. Da geht es auch nicht weiter. Treasure! Ja, das hört sich ja gut an. Das Spiel uns wieder verarschen will. Erstmal draufschlagen. Aber das sieht gut aus. Demon Titanite. Wofür war das nochmal gut? Ja, damit kannst du die Waffen upgraden, die normalen. Ah ja, genau. Und dann habe ich mich gefragt, wie zur Hölle denn eine Message da oben hinkommt. Warum macht man da eine Message hin? Und dann auch noch eine zweite. Ja, hier. Dann ist da noch eine. Ist da nochmal hier, glaube ich. Ja. Und ich gefragt, was das soll. Dann meinte Peter, hey, da ist da so ein offenes Fenster. Oh ja, ist da auch. Und da habe ich noch gesagt, das ist gut, dass wir im Online-Modus spielen, weil sonst wären wir da wahrscheinlich erstmal nicht drauf gekommen, dass man da entlang kann.
Als wenn ich das Fenster von da hinten aus gesehen hätte, so ein Quark. Na, richtig. Aber da geht es nicht weiter. Und jetzt haben wir uns ziemlich erschrocken, ja. Gott, einfach so ein Wichser von oben. 59 Damage machen wir mit dem Drake Sword. Ah, der konnte aber nicht viel. Ja, einmal getroffen hat er. Jetzt können wir mal gucken, ob wir mit dem Lightning Spear mehr Damage machen. Da ist ja auch schon direkt einer, wie passend. Daneben! Ja, das macht mehr Damage. Wieder ausgewichen ist der Drecksack. Aber das war's mit dem. Und das auch Ende. Wo geht das denn jetzt? Ah ja. Da war eine Leiter. Ist eine Leiter. Da wartet keiner. Ja. Super. Genau, das mache ich ja so gerne. Balancieren oder Geschicklichkeitskram. Vor allem, da ist ein Item. Ja, soll man einfach draufspringen oder was? Vor allem, was passiert dann? Dann ist er auf jeden Fall tot. Ja, genau, wenn du dann nämlich wieder einen runter musst, stirbst du auf jeden Fall. Weakness down. Ja, da haben wir uns auch gefragt, was der damit meinte, aber eigentlich ist das gar nicht so dumm. Richtig. Denn ich glaube, das sieht man jetzt direkt. Oh ja. Ja, daneben, ja. Er hat getroffen. Jetzt kommt er endlich her. So. Und das ist Weakness Down gewesen. Tada! 300 Seelen. Ja, aber was hat der denn für einen Riesenhammer? Ja, genau. Ja. Also würde man vielleicht mal einen Waffenwechsel machen. Aber hallo. Jetzt haben wir gefragt, was wir mit der Kette machen sollen. Hat Peter gesagt, schlag da einmal drauf. Genau. Dann macht Christian dann auch. Und das war voll klug. Das ist der Crab nämlich da unten. Und weiter geht's. Ach da, genau. Siehst du den Schatten da hinten links? Ah ja, stimmt. Was? Wo? Schatten? Welchen Schatten? Da, da hinten links. Ja, ist ja logisch, das Licht kommt ja auch von der Seite. Da habe ich mich gefragt, ob man über die Seitenteile, über diese inneren Dinger da wirklich laufen kann oder ob das nur Textur ist. Und dann herausgefunden, dass das geht. Haha. Ob die wohl irgendwann out of Wurfmesser geht. Wurfmesser, ja. Aber bei dem sieht das nicht so aus. Ja. Muss man halt dahin. So. Na. Dem hast du jetzt auch 122 Schaden gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber der fällt jetzt, glaube ich, noch. Ja. Oh, Throwing Knife. Wir haben uns erst gefreut, dass der was fallen lassen hat. Aber war nur Wurfmesser. Ja. Was mich echt erfreut hat, war, dass ich es nicht geschafft habe, da runterzufallen. Ja, das stimmt. Das kann man schon mal sagen. Und der macht auch einen Abgang. Und tschüss. Ist noch wichtig für später. Aha. I did it! Ja, ich auch. Jetzt ist da so Rauch und dann hast du gesagt, nee, geh mal besser hier alles erkunden. Weil da war noch ein Gegner unten und da hinten ist eine Truhe. Ja, und den haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen. Nicht? Okay. Nein. Und den haben wir auch nicht gesehen. Alter, da habe ich mich echt total erschrocken vor. Geil, wie der sich dann einfach umdreht. Und ja, dass Peter so halb aufgestanden hat. Ja. Das ist so halb erschrocken. Zack. Aber nichts können die Loser. Da sind wir halt noch vorsichtiger. Aber hier ist ein Ende. Da haben wir gesagt, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, da waren wir ziemlich verwirrt, was das soll. Ja. Weil da ist nix.
können wir auch nur irgendwo.